Vor 20 Minuten ist die Rede von Donald Trump hier in Davos zu Ende gegangen. Er hat ungefähr 35 Minuten, während 35 Minuten war er hier auf der Bühne gewesen, im Kongresszentrum. Wir haben die ganze Rede und das Interview nachher mit dem Klaus Schwab mitverfolgt. Bei mir ist der Now Politredakteur Matthias Berlocher. Das erste Fazit. Das erste Fazit würde ich sagen, kurz zusammengefasst, es war ein riesiger Werbespot gewesen. Das ist nicht ganz ungewöhnlich natürlich für Donald Trump, aber er hat wirklich durchgezogen, durchgehechelt, muss man fast sagen, die Vorzüge, die er sieht in den USA. Er hat auch selber gesagt, das sei eigentlich eine einfache Botschaft. Es hätte noch nie einen besseren Zeitpunkt gegeben, um in den USA zu investieren. Er hat das mit verschiedenen Punkten begründet. Wenn wir vielleicht noch auf die Punkte dann eingehen können. Unter anderem hat er gesagt, es ist dank der Steuerreform jetzt lukrativ, um in den USA zu investieren. Die USA sind eigentlich der grösste Markt. Wie ist das bei dir angekommen? Würdest du sagen, das hat jetzt dich angesprochen? Wenn angenommen, du wärst Milliardär, du hättest Geld zum Investieren. Ist das eine Botschaft, die ankommt, so wie er das überbringt? Oder ist das einfach ein bisschen wirklich so wie Fernsehwerbung, die man nicht ganz ernst nimmt? Ich will genau gerade eher aufs Letzte tippen. Fernsehwerbung. Wo er einfach in nur den besten Tönen über sein Land redet und wie seine Regierung das Ganze so weit gebracht hat, dass man jetzt auf einem guten Stand ist, dass die Börse wieder aufgekommen ist, dass der Unternehmen gut geht durch die Unternehmenssteuerreform, die er ja gesenkt hat von 45% auf 21%. Er hat alles nur positiv aufgetragen, nicht ganz so ehrlich. Wo man könnte sagen, okay gut, dem traue ich dem her, da gehe ich investieren. Er hat immer noch ein bisschen das Anrüchigen von, er ist ein, wie sagt man dem auf gut Deutsch, Michael Bloomberg hat mal gesagt, dass ich ein Con-Man, also einer, der viel erzählt und wenig einhält. Er hat natürlich in gewissen Punkten nicht ganz unrecht. Also er hat das auch rausgestrichen, Börse floriert, das Vertrauen sei wieder da in die Wirtschaft. Das stimmt natürlich, das hat mit der Steuerreform von ihm zu tun, nicht nur, weil schliesslich floriert Börse nicht nur in den USA. Er hat aber auch Sachen gesagt, die sehr nach Sonntagspredigt getönt haben für mich. Zum Beispiel, er hoffe, dass alle in Wohlstand leben. Kinder hat er rausgestrichen, dass es denen gut geht. Er will Wohlstand und Sicherheit fördern. Jeder soll den amerikanischen Traum können leben. Die Leute haben heute ein besseres Leben als noch vor seiner Amtszeit. Und das gilt insbesondere auch für die Schwarzen und Latinos in den USA. Er hat Statistiken aufgezählt, Umfragen aufgezählt, hat natürlich die Umfragen verschwiegen, oder? Elegant weggelassen, die sagen, er sei der unbeliebteste Präsident seit Jahrzehnten, wo nur etwa 35% glaube ich, Zustimmung hat im ersten Amtsjahr. Das sind natürlich Punkte, die man ihm ankreiden könnte. Aber zu dem Ankreiden kommt es ja eben nicht, weil er die allerletzte Rede an dem WEF gehalten hat. Das ist eine Frage, die man sich gestellt hat, wieso ist jetzt genau der Donald Trump der Letzte? Ist das einfach, weil er jetzt da, weil man nach dem Motto das Beste zuletzt eventuell das Ganze geplant hat? Ich habe aber das Gefühl, es ist eher ein anderer Punkt. Und zwar, weil er der Letzte ist, hat es keinen Platz mehr für einen nächsten Redner. Also er ist der, der die letzte Ansprache hat und es kann nachher niemand anders mehr zum Beispiel gerade seine Rede kommentieren. Das könnte ein guter Grund sein, dass er der Letzte war oder er sich selber eingeladen hat für den letzten Slot da im Kongresszentrum. Was meinst du? Ich glaube, das ist der entscheidende Punkt, dass er sich natürlich ein Stück weit auch selber eingeladen hat. Das auch können hat als amerikanischer Präsident, kann man natürlich sich fast überall selber einladen. Und natürlich auch hat können Bedingungen diktieren. Dass er als Letzter kann reden, dass er eben keinen Widerspruch dann erfährt. Umgekehrt, man hat ihm müssen irgendeinen Slot geben. Die Eröffnungsrede war Buch, die hält der Schweizer Bundespräsident, traditionsgemäß. Hat man schlecht rauskippen können. Also bietet sich die letzte Rede natürlich fast ein bisschen an.
Aber man hat das schon im Saal innen auch gesehen. Also, er hat können reden, er hat können sagen, was er hat wollen, er hat können Sachen behaupten, von wegen, er sei der erste Geschäftsmann, der amerikanische Präsident geworden sei und darum laufe es so gut. Das stimmt natürlich nicht. Es hat auch vor ihm schon Geschäftsleute gegeben, zum Beispiel der Jimmy Carter. Er hat behauptet, früher hat es nur Generäle und Politiker als Präsidenten gegeben. Das stimmt auch nicht. Es hat auch Schauspieler gegeben, zum Beispiel der Ronald Reagan, den er ja sehr mag und rausstreicht, was der alles Gutes geleistet hat. Also, da hat es keinen Widerspruch gegeben und umgekehrt sind am Schluss dann alle brav aufgestanden und haben geklatscht. Es ist jetzt so ein bisschen ein Kopfnicken, so, ja, wir sind uns alle einig. Und das ist ein bisschen störend in diesem Zusammenhang natürlich, weil man nicht gerne Sachen unwidersprochen lässt, beziehungsweise gerne nachhaken, wenn er sagt, es ist so und so und so und so und aber kein konkretes Beispiel bringt. Was auch am Anfang wo man konnte mitverfolgen, die Ansprache von Klaus Schwab, wie er Donald Trump gelobt hat für seine Tätigkeiten im ersten Jahr als US-Präsident und dass er da hingekommen ist jetzt auf Davos, dass das natürlich eine riesen Ehre ist und einfach auch ihm schön ein bisschen Honig ums Maul geschmiert hat, oder? Das ist natürlich typisch Klaus Schwab. Also das sieht man Jahr für Jahr. Er ist der Gastgeber, er hat alle Leute gern, unabhängig von den Meinungen oder Hintergründen, die sie vertreten. Und das ist im Prinzip ja auch seine Aufgabe. Also er muss ja da auch der gute Gastgeber sein. Was man in diesem Zusammenhang kann ansprechen kann, ist natürlich, Klaus Schwab hat ganz eine spezielle Rolle als solche. Was man natürlich kann ansprechen kann, ist die Rolle von allen anderen, die da sind. Man hat das gesehen, dass die Welt ein bisschen stillgestanden ist, wo der Donald Trump angekommen ist. Nicht nur jetzt am Flughafen Zürich-Lauthen und nicht nur, wo er mit dem Helikopter da gelandet ist, sondern auch im Kongresszentrum, wo ja eigentlich alles wichtige Leute Zutritt haben genommen. Und auch die sind ein bisschen in Ehrfurcht erstarrt. Und das ist vielleicht schon ein bisschen problematisch, wenn man dann gerade gar nichts mehr entgegenhebt. Ja, und es ist auch Präsident. Lustig, wie alles hohe Wirtschaftspersönlichkeiten sind von der ganzen Welt. Und wenn dann mal der US-Präsident ankommt, das sind alles Groupies. Oder? Voilà, man hat genau. Fotos gesehen, man hat Videos gesehen im Kongresszentrum, wo der Donald Trump einen Stegen hochgelaufen ist und all die höheren Wirtschaftsleute, die sind unten dran gestanden und haben Fotos von ihm gemacht. Das war natürlich schon so ein bisschen auch ein Anhimmeln gewesen an den US-Präsidenten, der jetzt da ist. Und es kommt wahrscheinlich auch so bei ihm an. Er betont die 15 Wirtschaftsführer, die er gestern um die Nacht getroffen hat, das sind jetzt seine neuen seine besten Freunde. Freunde. Also, das sind seine Freunde, genau. Ist natürlich, man kann Donald Trump fast ein bisschen Schutz nehmen. Er hat natürlich eine verzerrte Wahrnehmung von der Welt, wenn er da hin kann kommen, gefeiert wird, guten Empfang bekommt und er ausgestrichen hat, er sei ja wunderbar empfangen worden da. Alle eigentlich nur Sachen von ihm wollen, die unkritisch sind, wo er kann Deals machen, wo er kann Business machen. Das ist ein bisschen natürlich auch so gewesen. Wir haben vorher, vor etwa einer Stunde, nein, schon ein bisschen länger, noch mit dem Bundespräsident Alain Berset können reden über sein Treffen mit dem Donald Trump. Und dort ist das ein bisschen ähnlich durchgesickert, habe ich das Gefühl. Ja. Und was man vielleicht zu dem Treffen mit seinen Freunden, mit seinen 15 Wirtschaftsfreunden, kann sagen, das Ganze ist so abgelaufen, dass das sind Persönlichkeiten gewesen, zum Beispiel der CEO von Novartis, der neue CEO, oder ABB sind Vertreter da gewesen, Adidas von Volvo, Siemens ist vor Ort gewesen, und die haben alle am Anfang sich schön müssen vorstellen, wer sie sind, von wo das sie sind und natürlich, wie gut es ihnen in Amerika geht. Und haben sich dann so ein bisschen gegenseitig gelobt, natürlich von Seiten der Wirtschaft an Donald Trump, aber auch von Donald Trump an die Wirtschaft. Wie er gesagt hat, ja, ihr macht einen guten Job, danke, sind ihr bei mir in meinem Land und investiert und macht es aber auch weiterhin. Und das ist ein Punkt, wo wir vorne in der Rede mehrmals gehört haben, weil wir ja gesagt haben, es ist ein Werbespot und das aus dem Grund, weil er immer wieder gesagt hat, kommt zu uns auf Amerika, kommt zu mir, investiert jetzt. Es ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, es hat noch nie einen besseren Zeitpunkt gegeben zum Investieren. Das ist sicher ein Grund, wo man kann sagen, es ist ein 35-minütiger Werbespot da gewesen im Kongresszentrum in Davos. Und in dem Sinne hat es sich sicher für den Donald Trump auch gelohnt, dass er da hingekommen ist. Er hat ein gutes Publikum gehabt, es ist sehr ein ausgewähltes Publikum natürlich im Saal gewesen. Er hat können einen Haufen Leute in kurzer Zeit treffen, Wirtschaftsführer und Politiker.
Er hat sicher nicht irgendeinem Panel teilgenommen oder ist in eine Diskussionsrunde. Genau, ist in eine Diskussionsrunde reingehockt oder was weiß ich, also einen Vortrag, wo es über erneuerbare Energien oder Menschenrechte gegangen wäre. Sicher nicht. Das Einzige, was er gemacht hat, das hast du angesprochen, mit Politikern hat er geredet, unter anderem auch mit der Schweizer Delegation, mit dem Bundespräsident Alain Berset, mit ihm haben wir vorhin noch geredet, aber auch mit dem Wirtschaftsminister Johann Schneider-Ammann und dem Außenminister Ignacio Cassis. Was sind dort die Resultate? Du hast vorhin mit dem Alain Berset geredet, was hat er dir erzählt? Er ist sehr, nicht beeindruckt, aber doch positiv gestimmt aus dem Meeting rausgekommen. Vielleicht auch persönlich ein bisschen überrascht, dass es wirklich so gut gelaufen ist, so wie er das schildert. Man hätte da wirklich vertieft können diskutieren. Es war eine sehr gute Diskussion mit ihm, länger als geplant. Er hätte da können die Vorteile von der Schweiz aufzeigen. Auch können aufzeigen, das ist vielleicht der einzige oder einer der wenigen heiklen Punkte, die er angesprochen hat, dass zum Beispiel eben die Schweiz unter dem Klimawandel leidet. Also, dass man in den Bergen halt eben das sehe, dass Gletscher schmelzen, dass unsere Berge, je nachdem, wo wir runterkommen, wie wir das gerade in Bondo gesehen haben. Und es sei auch nicht oberflächlich gewesen, auch wenn das nach außen dann so aussieht, Donald Trump hat sofort nach dem Meeting dann twittert, great discussion, great meeting, es sei also super gewesen mit dem Alain Berset, und das hat er eigentlich nach jedem Treffen in den praktisch gleichen Wort twittert. Also das sei nicht so gewesen, es sei wirklich eine ernsthafte Diskussion gewesen. Was halt nicht angesprochen worden ist, ist sein Charakter, seine Äußerungen über Frauen, sein latenter Rassismus, den man immer wieder hört, Gerüchte halber oder in seinen berühmten Tweets, ist auch ein bisschen die Haltung von der Schweiz, aber auch von den Wirtschaftsführern da. Das bringe nicht wahnsinnig viel, wenn man das anspreche. Mit dem Resultat, dass man halt mit dem Donald Trump nur über das spricht, wo er auch will darüber reden, nämlich über Stil machen, über wo gibt es Möglichkeiten, wo kann man America First zum Beispiel noch etwas mehr rausholen, wobei Donald Trump wieder betont hat, dass er auch schon im Vorfeld gesagt hat, America First heisst nicht America Alone. Das tönt dann auch wieder nach Sonntagspredigt, oder? Also es ist dann so ein bisschen, ja, also wir wollen, dass es allen gut geht, aber was er konkret macht, das ist dann eine andere Frage. Und das hat man ja auch bei diesen Gesprächen, bei diesen bilateralen oder bei diesen Gesprächen zwischen der Schweiz und dem US-Präsident, dort hat es noch keine definitive, fixe Deals, die man abgemacht hat. Man hat einfach mal geredet und jetzt wartet man ab, was es eventuell wird daraus resultieren. Jawohl, aber das ist natürlich auch nicht zu erwarten, dass man, es ist eine halbe Stunde vorgesehen gewesen, und es sind offenbar fast 45 Minuten daraus geworden, dass man in dieser Zeit schon irgendein Papier unterschreibt. Aber ich denke, die Strategie von der Schweizer Bundesratsdelegation ist da schon richtig gewesen, dass man viele Fakten auf den Tisch legt, mit dem Donald Trump über Sachen redet, wo er kann anknüpfen kann, wo er aber auch etwas Neues erfährt. Man kann ihn ja offenbar innerhalb 10 Minuten eine Meinung ändern lassen, wenn man das geschickt macht, wenn man ihn gut kann überzeugen kann. Er hat ja immer die Meinung vom letzten Gesprächspartner, den er gerade gehabt hat. Von dem her ist es sicher gut, wenn er jetzt mal gehört hat, was die Schweiz alles kann bieten, warum die Schweiz wichtig ist für die USA, weil sie nämlich viel investiert, weil sie viele Arbeitsplätze schaffen in den USA und weil sie ein guter politischer Partner ist auf internationaler Bühne. Wenn wir zurückkommen auf seine Ansprache jetzt. Was mich erstaunt hat, oder ich habe vielleicht gedacht, ja, vielleicht erwähnt er auch noch irgendwie konkret die Schweiz in seiner Ansprache. Die ist aber nicht vorgekommen. Er hat das wirklich ganz allgemein nur auf, man kann es eigentlich nur so sagen, ganz allgemein gehalten und nichts Konkretes, jetzt zum Beispiel gerade aufs Gastgeberland Schweiz. Das ist ja so, das ist ja so. Das ist natürlich ein bisschen der Helikopter-Management, den er da macht, wo es auch wirklich wortwörtlich passiert, wenn man mit dem Helikopter reingeflogen wird, nichts sieht von dem Land. Er hat sich zwar mit Alain Berset und zwei anderen Bundesräten getroffen, aber er weiss nicht wirklich, jetzt etwas Grossartiges zu sagen, außer eben, es ist alles grossartig, das, was er gerne sagt. Ist schon ein bisschen ein Manko, dass er nicht auf die Schweiz Bezug genommen hat. Das stimmt. Das ist eigentlich schon etwas, was man sollte machen als Redner in diesem Forum.
Darum aber auch der Eindruck, dass die Rede einfach ein Werbespot war. Ein Werbespot für die Unternehmer, die da sind, und ein Werbespot auch für die, die zu Hause geblieben sind, also für das amerikanische Publikum, für die Wähler und Nichtwähler natürlich auch, die ihn nicht gewählt haben, um zu sagen, schaut, ich bin da super, ich habe tolle Sachen gemacht, das hat er immer wieder betont, was er für einen tollen Präsident sei. Da bleibt natürlich wenig Platz, um dann auch noch über die Schweiz zu reden, das stimmt natürlich schon. Vielleicht können wir noch auf den Freihandel Bezug nehmen. Das ist ja etwas, wo man immer wieder gesagt hat, ja, die Abschottung, Protektionismus, und jetzt sagt er, ja, eben der Freihandel sag nicht nur America first, sondern das funktioniert nicht, wenn es nur America ist, sondern ein Freihandel, der fair ist und eben nicht unfair, wo alle dabei sind, sondern fair mit den Unternehmen, wo jetzt ist mir gerade der rote Faden. Das weiss ich gar nicht, was du sagst, mit den Unternehmen, die investieren in Amerika, oder? Genau, ja. Einfach, dass es einen fairen Freihandel gibt. Ein fairer Freihandel, das eben, genau, das Reziprok hat er immer wieder erwähnt, dass natürlich gegenseitig muss fair sein. Er spricht natürlich an, dass China auch die heimische Industrie staatlich fördert und darum die dann Vorteil haben, um ihre Waren abzusetzen, zum Beispiel in den USA. Das ist ja interessant, oder? Er ist ja im Vorfeld quasi als die Antithese zu dem WEF gehandelt worden, weil er Protektionismus will betreiben und das WEF eigentlich für den Freihandel steht. Jetzt hat er in dieser Rede tatsächlich gesagt, Freihandel ist eigentlich wichtig, ich will Freihandel, aber nicht so, wie er jetzt ist und nicht unter diesen Bedingungen. Ist da auf grosses Verständnis gestossen bei den Wirtschaftsexperten, bei den Wirtschaftsgrössen, die da am WEF sind? Weil die sagen, das hat natürlich schon etwas. Also man muss ja als Staat für sich selber schauen. Man kann nicht die Chinesen zum Beispiel einfach machen lassen. Umgekehrt fährt er ein bisschen sehr abrupt rein und pickt Sachen raus wie Kühlschränke und Solarpanels, die besteuert werden. Und ist doch ein bisschen, wie soll man dem sagen, schlägt überall drauf, wo er gerade etwas sieht. Aber dort muss man ja sagen, wir haben vorne noch eine Diskussion mitverfolgt im Vorhinein zu dieser Ansprache. Und dort ist es darum gegangen, dass eben die ganze Situation mit China, dass die ja das Gleiche auch machen, die ganze Solarindustrie zum Beispiel in der Schweiz, wo von China unfair, also dass die unfair arbeiten und mit dem, wo der da Gegensteuer halten. Darum kann man vielleicht schon sagen, es ist mehr oder weniger vielleicht auch, ja, kann man sagen, dass es, ja, wie soll ich sagen, erlaubt, zählen wir auch wieder die richtigen Worte, erlaubt ist, dass er jetzt da mal Sanktionen ergreift. Gegen die Löschmaschinen also und... Genau, also das stößt auf Verständnis auch bei unseren Bundesräten zum Teil, dass er so Sanktionen oder grosse Besteuerungen von irgendwie 50% oder so auf Solarpanels ergreift. Und das stimmt natürlich, auch die Schweizer Solarindustrie hat unter der chinesischen Solarindustrie gelitten. Da sind Firmen jetzt grundgegangen dran, das ist natürlich schon so. Aber wie gesagt, also er stößt auf sehr gute Zustimmung. Sagen wir grössenordentlich bei der einen Hälfte an dem WEF und die haben ihm auch applaudiert, die, nicht nur die, sondern auch die Neugierigen haben ihn da in dem Kongresszentrum empfangen wie einen König oder wie einen Popstar und in diesem Umfeld fühlt er sich natürlich auch wohl. Das ist sicher so. Wenn wir noch können, so ein bisschen aufs Ende dann von seiner Ansprache Bezug nehmen, dort hat er dann doch noch ist ein paar Mal gegen seine Gegnerin im Wahlkampf hat er ist ein bisschen gegen sie geschossen, gegen die Partei und sagt, dass es niemals so gut rausgekommen wäre, wenn Hillary Clinton und ihre Partei jetzt die Regierung übernommen hätten vor einem Jahr und dass das wirklich alles an ihm liegt. Und dann hat es noch eine Ansage gegen die Presse gegeben. Das hat er ja auch noch erwähnt, gegen das Ende von seiner Rede, wo er gesagt hat, als Unternehmer, wo er ein Unternehmer war, dort hat er es gut gehabt mit der Presse, dort hat er mit denen gut zusammenarbeiten können, aber wo er dann in die Politik eingestiegen ist, dort hat sich das ganze Bild dann geändert und die Presse gehört mittlerweile nicht mehr so zu seinen Freunden.
Was ja aber dann dort interessant ist, das ist ja auch in der Schweiz so, dass man sich amüsiert hat an Äußerungen von ihm, dass man auch ihn sehr kritisiert hat und kritisch verfolgt hat, eigentlich jetzt ein Jahr lang ihn an Pranger gestellt hat, zum Teil auch. Kaum ist der Präsident dran und da müssen wir uns mit, auch ein bisschen an der Nase nehmen. Wir haben auch geschaut, wie der Helikopter landet und das interessant gefunden. Aber man kann es dort auch übertreiben, natürlich. Ja, ja, aber vielleicht ist es wie auch so ein bisschen, jetzt ist mal die Persönlichkeit, vielleicht geht es nicht mal darum, was die Person macht, der Donald Trump, sondern dass jetzt da der US-Präsident da ist. Also wäre jetzt natürlich der Barack Obama da gelandet vor zwei Jahren, dann wäre das Gleiche sicher auch der Fall gewesen. Das wäre mindestens so ein grosses Theater gewesen, genau. Ja, ja, genau, natürlich. Und da geht es, glaube ich, wirklich so ein bisschen um die Aura, die man an dieser Persönlichkeit US-Präsident hat. Und darum man hat so ein grosses Interesse an dieser Persönlichkeit. Und darum sind wir natürlich auch vor Ort gewesen, wo der Donald Trump gestern da gelandet ist. Genau, und es ist natürlich, also so wie ein Helikopter finde ich einem auch etwas Faszinierendes, und jetzt das landet so einer im Schnee, beziehungsweise nicht nur einer, sondern acht, und dann steigt noch einer aus und man sieht nicht genau. Das ist irgendwie so ein bisschen, was weiss ich, die Neugier, die man halt hat. Wenn man dann aber auch noch irgendwie seine Zeitung lässt von ihm unterschreiben, wenn die genau die gleiche Zeitung der Donald Trump ein Jahr lang kritisiert hat, dann finde ich das eher ein bisschen bemühend. So, das ist dann wirklich das Groupie-Wesen, das du angesprochen hast, ganz am Anfang. Ja. Das ist vielleicht eben, wie gesagt, schon bei den Unternehmern, dass die sich so ein bisschen fast als Groupie ausgegeben haben, wenn der Donald Trump da durchs Kongresszentrum durchgelaufen ist. Aber eben genau, wie du gesagt hast, das gleiche ist auch bei Journalistinnen und Journalisten, wo dann, wenn der Donald Trump mal da ist, trotzdem, dass man vorher immer wieder die Persönlichkeit kritisiert hat, dann auf einmal vor ihm steht und ihn anhimmelt. Ist vielleicht auch ein bisschen Schweizer Understatement. Also wir fühlen uns ja immer als kleine und nicht unwichtige, aber zu wenig Beachtete. Und dann kommt man mal Beachtung über, dann wollen wir das auch rausstreichen. Die Schweiz ist immer Tweet erwähnt worden und wir haben ihm fast Hand gegeben oder so etwas. Ja, menschlich wahrscheinlich auch. Ja, so sind wir Schweizer vielleicht auch, wenn wirklich mal die ganze Schweiz auf das Land schaut. Und das wird jetzt sicher auch noch während der nächsten Stunde der Fall sein, wenn die Ansprache und der ganze Auftritt von Donald Trump da in Davos analysiert wird und beobachtet wird, was er da alles gemacht hat und was so ein bisschen die Resultate sind von seinem Besuch. Voilà. Das Resultat sollte es ja eigentlich auch vom WEF geben. Das ist ja immer auch ein Kritikpunkt, dass da viel geredet wird und wenig dabei rauskommt. Vielleicht aber eben in den Hinterzimmern vor allem, nicht vorne durch. Und in dem Sinn ist er eigentlich ein optimaler Gast gewesen, der WEF. Er hat einfach schöne Worte gefunden, so wie es immer schöne Diskussionen und Themensetzungen hat an dem WEF, wo ja die zersplitterte Welt das Jahr hat wieder vereinen und die Welt heute genau gleich zersplittert ist wie vor einer Woche natürlich. Von dem her hat er optimale WEF-Rede gehalten eigentlich. Er erzählt ein bisschen etwas, das ist alles schön, alle haben sich gern, den USA geht es so gut nie. Er ist der Beste, das hat er nicht nur in der WEF-Rede gesagt, aber das passt dann auch ein bisschen an den Ort hin. Und so ist das eigentlich nicht optimale, aber der passende vielleicht Abschluss für das WEF 2018 gewesen. Und da würde ich sagen, können wir das Ganze vielleicht auch noch mal ein bisschen von Anfang an aufrollen. Wir sind seit dem Mittwoch da in Davos, haben das Ganze miterlebt. Kannst du sagen, irgendwie ein Highlight für dich, ist das jetzt die Rede von Donald Trump, oder gibt es da Themen oder Debatten oder Gespräche, die vielleicht auch so ein bisschen im Scheinwerferlicht von Donald Trump verschwunden sind? Also die Rede war jetzt sicher nicht das Highlight gewesen von dem Davos. Sondern die Helikopterlandung. Die Helikopterlandung kommt nahe dran. Doch, das ist glaube ich schon, das hat man gesehen. Aber einfach weil es ein Helikopter ist, glaube ich. Dass es acht Helikopter sind, wer drin war, das ist genau. Eigentlich nicht so ein Highlight. Ja, man hat sich auch mal gefühlt wie
CNN. Nein, ganz natürlich. Aber wenn wir es vielleicht noch schnell ernsthaft können, auch ganz anschauen. Ernsthaft. Was ist am Mittwoch hat es angefangen bei uns. Also das ganze WEF hat natürlich schon am Wochenende angefangen mit der ersten alles am Montag. Was wäre so das Highlight? Nein, das Highlight für mich ist eigentlich die Leute, die da vor Ort sind. Also, man darf das, glaube ich, wirklich nicht unterschätzen. Es hat Leute, die da herkommen, einfach weil es ein bisschen High Society ist, weil man kann irgendwie an Bars rumhängen bis in alle Nacht rein. Aber ist das eine Anspielung auf irgendetwas? Gar nicht, nein, nicht. Nichts über persönliche Anwesende. aber es hat sehr viele Leute, und das merkt man auch, wenn man nur schon durch die Straße laufen muss, nicht einmal irgendwie an einem Panel teilnehmen, wo ihr Lieblingsthema, ihre Sache, was sie dafür da sind, sehr ernst nehmen und dafür sich einsetzen. Das kann ein Start-up sein, das kann Idee sein oder Kampf gegen den Klimawandel oder was es sonst noch alles gibt. Und ich glaube, das ist schon beeindruckend, dass es Leute gibt, die quasi ihre ganze Energie in ein Ziel einsetzen und das verfolgen, egal ob jetzt ein Donald Trump da ist zum Beispiel. Das wird sich von dem auch nicht beeindrucken lassen. Mhm. Das hat man vorhin auch gesehen, wo wir die, also ist mir aufgefallen, wo wir die Rede verfolgt haben, sind um uns herum Leute normal am Weiterkäfeln gewesen, normale Gespräche haben die gehalten. Und ich habe jetzt um uns herum eigentlich niemand gesehen, der jetzt irgendwie das Handy in der Hand hat und Kopfhörer im Ohr und die Rede mitverfolgt hat. Darum, ich würde sagen, es ist schon auch noch so die Leute, oder viele Leute hat es ja gar nicht interessiert, die am WEF teilgenommen haben, weil es ist ja jetzt in diesen Minuten zu Ende gegangen. Und die sind da für die Community, für die WEF-Community, um die Leute zu treffen, die sie wahrscheinlich auch schon die letzten Jahre immer wieder getroffen haben. Es ist, glaube ich, schon auch so ein bisschen ein Treffen, wo die Leute jedes Jahr kommen. Es gibt ja Leute, die seit dem Anfang an dabei sind und jedes Jahr wieder da auf Davos kommen. Es ist, glaube ich, eben schon ein bisschen das, was das ganze WEF auch ausmacht. Für mich persönlich, ich bin jetzt das erste Mal da gewesen, wo man das Ganze, wie man das Ganze kann miterleben kann. Das ist so ein Groove da von dieser Weltelite, würde ich vielleicht nicht gerade sagen, weil das ist einmal, vielleicht gerade die Spitze vom ganzen WEF, das sind die, die im Kongresszentrum sind, aber da auf der Promenade von Davos zum Beispiel mit all diesen Ständen. Da sieht man normale Leute, Unternehmer, also normal. Normal, wie wir, aber ja, eben nicht die Top 1%, die man immer davor hat, sondern Leute, die ihre Ziele verfolgen, die wollen Inputs haben, was sie noch könnten machen mit ihrem Business zum Beispiel. Also das gibt es durchaus auch. Also das soll man nicht klein reden, das ist durchaus auch vorhanden an dem WEF. Es gibt wahrscheinlich irgendwo noch den Spirit of Davos, wo es vor 20 Jahren gegeben hat, wo wirklich einfach mal eine Woche lang alle im Schnee gewesen sind und die Welt noch nicht so Notiz genommen hat davon, weil zum Beispiel eben auch nicht ein amerikanischer Präsident da war. Ja, und für den Schnee hat es eben nicht so viel Platz gegeben. Ich kann mir mal sagen lassen, dass eben der Freitagnachmittag wäre eigentlich der Tag, wo fürs Skifahren denkt ist da, um noch snowboarden nach all diesen Panels, die Leute da besucht haben, dass dann am letzten Tag vielleicht mit einem kleinen Kater auf dem Donnerstagabend noch auf die Ski gehen und das Ganze noch ausklingen lassen. Ist jetzt aber nicht der Fall. Oder vielleicht jetzt nach der Rede noch. Was wir auf jeden Fall diese Woche herausgefunden haben mit dem Geschäftsführer von der Bergbahnen, hat eigentlich nichts mit dem WEF zu tun, aber er ist doch betroffen, weil keine Leute auf der Bergbahnen sind. Und wenn, dann nur die Einwohnerinnen und Einwohner von Davos oder die, die eine Ferienwohnung da haben und die immer noch für sich selber nutzen und nicht als WEF oder irgendwelche Delegationen weitervermieten für fast schon Jahresmiete, wo ja tatsächlich da der Fall ist, dass sich Eigentümer von Wohnungen ihre Wohnung während dieser WEF-Woche können für den Preis vermieten, den sie sonst für das ganze Jahr zahlen. Voilà, das rentiert er natürlich. Ja, also wirklich Skifahrer hat man auch heute und gestern sehr wenig gesehen oder Snowboarder. Es hat ein paar wenige, aber eben wie du sagst, einerseits freut man sich darüber, andererseits freut man sich, warum haben die denn eigentlich ihre Eigentumswohnung nicht vermietet oder Ferienwohnung. Genau, ja.
Was können wir sonst noch sagen? Gestern haben wir noch Gespräche gehabt, Interview, Doris Leuthard war noch gewesen. Dort ist das ganze Thema Energie, Verkehr, Digitalisierung, wo sie noch mit den Amtskollegen von anderen Ländern über diese Themen diskutiert hat. Kann man... Das ist eben genau so ein Beispiel, wo ich finde, wo ich vorhin erwähnt habe, das sind so Gespräche, die kein konkretes Resultat sofort bringen, aber Doris Leuthard hat sich informiert über Sachen wie fliegende Autos. Zum Beispiel hat sie uns erzählt, und wir finden, warum denn eigentlich? Aber das wird das ist offenbar schon am Jahresende wieder relevant werden, weil die erste Firma so ein Auto tatsächlich auf den Markt bringt. Und sie als Bundesrätin und Verkehrsministerin sich muss überlegen, was machen wir eigentlich für Gesetz dafür oder dagegen etc. pp. Gut, wir haben jetzt Freitag fertig WEF. Die ganze Woche ist durch. Die Leute verlassen das Kongresszentrum eigentlich gar nicht gross. Ich habe damit gerechnet, dass die wahrscheinlich da jetzt nachher dann alle rausströmen. Aber das wird wahrscheinlich in die andere Richtung der Fall wahrscheinlich sein. Wahrscheinlich hat es immer noch Aperohäppli am Buffet. Aber das ist gut möglich. Das kann natürlich noch sein. Darum können wir uns vielleicht auch mal noch auf die Suche machen, ob wir irgendwie auch noch an ein Apéro ankommen, um den Tag, den letzten Tag hier am WIF noch können ausklingen. Damit wir uns auch noch wie Top 1% von dieser Welt fühlen. Genau. Könnt mal fühlen. Genau. Ich würde sagen, wir schliessen die Analyse hier ab von der Rede von Donald Trump und auch noch das Schlussfazit von unserer halben Woche hier in Davos. Ist das gut so für dich, das ist super. Matthias? Danke vielmals. Danke Ihnen auch fürs Zuschauen. Wenn Sie es bis dahin geschafft haben, dann wünsche ich Ihnen jetzt ein ganz schönes Wochenende und heben Sie Sorge.